damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Battle. Smart lag ja lange Zeit auf Eis, ich habe es nicht weitergeführt. Das Problem gab und auch quasi keine Motivation mehr, das weiterzuführen, aber wir sind wieder zurück hier. Natürlich ist wieder dabei. Seit Gloria hier in diesem BMW. Ja. Was? Hallo, ich bin's, der BMW M2. Was geht? Genau, der heißt auch namentlich, auch im Perso. Vor allem bei BMW, Nachname M2. Augenblick down natürlich, ne? Wir machen heute ein kleines Battle von zwei sehr netten Sportwägelchen. Gar nicht mal so viel Leistung eigentlich. Da fahre ich jetzt den Porsche Cayman GTS. Und halt, der sieht das natürlich, den M2. Beide in einem wunderschönen Blau. Aufgetunt auf A-Klasse. Das sah geil aus, muss ich sagen. Das sah echt geil aus. Ja, dick eingepackt. Ja, Einpack-Skills hier, ne? Auch in echt. Auch mal so mit ein paar Drifts erstmal 20 Donuts machen und dann erst einparken. Nein, mein E36 hat das If, das Diff zu offen. Das If. Natürlich gibt es wieder 5 Disziplinen und wir fangen an mit dem Drag Race. Guck mal, wer da die Schnauze oder Drag die Nase vorne hat. Ich mal ein Stück vor. Oh, bremsen. Ah. Klappt gerade so. Was glaubst du denn, wer heute gewinnt die Folge? Ich? War klar. Ich will sonst. Man muss immer an sich selber denken. Glauben. Denken auch, ja. Aber das Wort, was ich sagen wollte, war eigentlich denken. Glauben. Ja, ist ja das gleiche quasi, ne? Denken, glauben. Muss mein BMW da. Da könnte aber spannend werden, sind zwei richtig geile Autos. Ich meine, M2 ist fett, aber so ein Porsche Cayman auch, ne? Ja, so zwei dicke, fette Autos. Also, Und ein dicker, fetter Fahrer, der neben mir sitzt im BMW. Wahrscheinlich bin ich dick. Natürlich. Ich so mit meinen 80 Kilo bei 1,90 Meter. Hallo, ja, bei 90 Zentimeter. Ja, sicher. Kann ich ins Lenkrad beißen, so. Mit Kindersitz vorne. Also man hört sich in-game, ich weiß ja, ob man das in den Aufnahmen hört. Ich möchte nur daran erinnern, dass man nicht auf was in-game hört. Gut. Komm, zweiter Gang Grip. Wow. Okay. Start war schon mal geil. Ja, du bist leichter, aber ich habe mehr Leistung. Ich komme gleich oben rüber, wetten. Wie viel Leistung hast du denn? 4. Hä? Mindestens 5. Bist du jetzt bei dir noch vorne oder nicht? Nein, du bist vorne, du ziehst gerade weg. Du hast gerade übelst geleckt, aber du warst vor mir und dann warst du mal hinter mir. Ich hab hochladen. Mann ey. Lol. Ich mach mal einen Clip davon. Kannst du gerne machen. Weil du warst vor mir, so locker 10 Meter und auf einmal warst du schräg hinter mir. Okay. Ich sende dir gleich mal den Clip zu. Werde ich mir nachher angucken vielleicht. Weil der leider der ist gut für den Falschen, nämlich für Silas. Ja, was? War da leider der Punkt für den Falschen, nämlich für dich. Na, okay. Ich dachte, ich gewinne das. Wir machen mal so jetzt nebenbei. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, welches Auto ihr geiler findet. Und dann gucken wir nochmal später rein. Dann gucken wir ein paar Tage später mal rein. Und dann gibt es nochmal so einen Bonuspunkt. So, welches Auto die Community geiler findet. Als ob da 20 Leute in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich wird das keiner machen, aber. Bestimmt 3 Leute mindestens. Davon einer du wahrscheinlich. Ich finde Tab 2 besser. Ich muss sagen, ich finde meine Farbe geiler. Ja, das ist halt auch so ein bisschen so. Ist das so mit Metallic so, Leute? Ist irgendwie eine geile Farbe. Ja, ist geiler. Die Front, ja, BMW, weil ich mal BMW-Fan und nicht Porsche. Seitenlinie finde ich von dem Porsche ein bisschen geiler, weil er einfach flacher ist. Und Booty finde ich eigentlich beide gleich. Finde ich sogar dein besser, weil das sieht irgendwie brutaler aus. Von den dicken Endrohren. Ich weiß, ich finde, also dein Ass finde ich auch nicht. Also das klingt jetzt egal. Wir machen weiter. Ja, der Bremstest. Machen wir wieder wie immer oder machen wir jetzt auch beim Blitzer? Wir können eigentlich Blitzer machen oder so wie wir früher gemacht haben. Sagen wir, wir wechseln auf Blitzer. Okay. Die Pixelhelden. Was? Wer ist das? Kenne ich nicht. Noch nie gehört. Deswegen auch ein Pixar-Club. Noch nie die Folge angeguckt. Machen wir. Was, schaffen wir 250? Wenn wir die komplett nehmen? Ich glaube schon. Nein, oder? Doch. Ja, doch, easy. Sonst nehmen wir 273. Moin. Ja. Wenn wir 250, wenn wir das nicht schaffen, machen wir 273. Wenn wir das schon eher schaffen als 250. Ja, ich war schon mal. Tschüss. Ja,
bei 250 und dann beim Blitzer natürlich voll in die Eisen steigen. Das kann ich zumindest. Sie das glaube ich nicht. Ja, ein bisschen blöd. Oder hast du einfach dein ABS wieder angemacht? Ich denke mal nicht. Nö. Nö. Er braucht schon Fahrhilfe. Marc. Scheiße. Stopp. Ich muss nochmal zurück. Ich mach auch nochmal. Ich habe ja wieder alles ausgemacht. Dementsprechend sehe ich auch den Blitzer gar nicht erst kommen. Ich kann mich nicht auf das Bremsen vorbereiten. Kann ich ja rausschneiden einfach. Ja. Ich darf einen Spoiler, du nicht. Ich habe eine Lippe, Junge, aus Carbon. Eine Schamlippe hast du. Zwei Stück. Ja, Schamlippe. Zieh dich ab, du kannst nix. Ja, ich baue noch am Driften. Ich bleib dann rechts, ne? Du fährst da ein bisschen links von der Mitte. Links ja, von der Mitte. Bleib du mal rechts. Wissen wir schon. G250. Ja, brauche ich den fünften? Ich brauche den fünften Gang gar nicht. Den sechsten Gang. Du bist schon BMW, du hast die besseren M-Performance-Bremsen. In Forza BMW echt gute Bremsen. Man muss aber echt sagen, in den wirklichen Forza hatten die BMWs echt gute Bremsen. Vor allem in Horizon 3. Auch in echt. Das will ich nicht bezweifeln. Aber Porsche, ich meine, die haben auch keine schlechten Bremsen. Keramikbremsen haben Vor- und Nachteile. Also Meteranzahl, ne? Gut, aber. Route festlegen. Ich habe eine Meteranzahl. 2-0 für den. 114. Boyer. Das geht sogar eigentlich. 114 Meter Bremsweg aus 250 km/h ist. 250. Was habe ich denn gesagt? 150. Ey, die Wolke sieht aus, ob die Mittelfinger zeigt. Siehst du die? Ey, siehst du die Wolke? Ja. Jetzt verschwindet die so ein bisschen. Aber jetzt ist kein Mittelfinger mehr. Ja, die Wolke zeigt dir den Mittelfinger. Eiskalt. Ja, ganz wichtig, ne? So, jetzt Topspeed-Test. Ja, genau, jetzt der Topspeed-Test. Da sehen Sie einen wilden BMW-Fahrer. Dann leg mal los. Fahr mal vor, Medium. Topspeed, also die maximale Geschwindigkeit. Auch wenn es nur für eine Sekunde ist, das reicht. Wir sollten eigentlich beide über 300 schaffen. Du sowieso. Locker. Ich fahr auch mal los. Ich sollte bestenfalls keinen Unfall bauen. Aber ich meine, Topspeed gegen so ein M2, vor allem mit so viel Leistung. Und der Windgeschwindigkeit. Windgeschwindigkeit. Ja. Windschnittigkeit. Sieht das ja, der Sprachexperte? 300 sind safe. Ja. Nee, hier ist auch 300 war safe. Komm. Also vom Getriebe her würde noch mehr gehen, wenn die Karre noch mehr Leistung hätte. Ja, noch mehr oder wie? Das ist schon viel mehr als ich. Ja, das Getriebe wird ja. Aber dafür bei den Rundstrecken noch, jetzt sein zu können. Ja. Im Cayman. Ja, wegen Gewichtsvorteil. Da könntest du. Und an sich, glaube ich, Cayman ist auch an sich besseres Handling als der M2. Tippe ich jetzt mal. Ja, das sehen wir dann. Also, ich meine, das ist auch echt, ne? Ich glaube, da liegt der Cayman auch dem M2 über. Geschwindigkeit, naja. Das hast du, glaube ich, auch gewonnen. Normal, BMW. Diese Folge ist gesponsert bei BMW. Nein, Spaß. Das wär's ja mal. Yes. So ein PP machen, Produktplatzierung. So. Wolltest du schon mal sagen, was du erreicht hast? Like Bibis Beauty Palace, machen wir das denn? Was hast du denn erreicht? Ich hab Fame. Okay. Ich hab 3 Fame. Ah, okay. Silas, was hast du da drauf gekriegt, maximal? Was schätzt du? Ich schätze 325. Na dran. 123. Ja. Ich aber auch immerhin 310.
Boah, ich habe zu wenig Leistung. Ja, echt zu wenig Leistung. Du bist ja gerade mal 80 kW oder so mehr als ich. Das ist echt wenig. Der dritte Gang ist zu lang und der zweite zu kurz. Ich will lieber nicht driften, das wollt ihr auch nicht sehen, Leute. Wie ihr wisst, ich kann nicht driften. Vielleicht mal eineinhalb Minuten driften und dann wieder beim nächsten Mal drehen wahrscheinlich. Oder wie anders verkacken. Na, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Naja. Es geht ans aber Rennen das ist, fahren. Das ist so ein kleiner Winkel. Das erste Rennen suche ich auch, sondern das zweite darf sie das sich aussuchen. Anything goes. Nein, bist du eine Biene. Koka. Aqua Immunus. In der Rundstrecke. Kannst toll singen. Ui. Wie viele 2 Punkte, ey, ja. Deswegen verliere ich auch immer, ne? Wegen den 2 Punkten. Ja, das wird sein, weil du einfach dein Autos nie komplett aufbaust. Du dich gewinnt hier der mit der besten Rundenzeit, Leute. Beim Drag Race muss ich sagen, du hättest gewonnen, wenn du dich nicht so zurückgebackt hättest. Sicher? Bisschen zu weit raus? Du warst so weit vor mir, wir hatten also dieselbe Geschwindigkeit. Also würde ich sagen, geht der Punkt doch an mich. Nein, Spaß. Ist es halt so. Ja. Gewonnen habe ich trotzdem. Weil ihr unterschätzt den BMW vor, der könnte viel mehr. Merkt gut. Hat im Spiel leider kein Doppelkupplungsgetriebe. Finde ich sehr schade. Ich finde, das DSG-Getriebe klingt einfach scheiße. Gott, ey. Oh, schöne Haarschalte. So muss das. Bares Autofahren. Ich habe einen schönen Arsch. Schwul. Was? Da habe ich einen BMW im Nacken. Mit dem BMW ist gut Heck rumgekommen. Boah, die Runde verkriegt mich gerade auch irgendwie. Der fährt sich ziemlich gut eigentlich. Kann mich nicht beklagen. Fast. Ja, Fabian, dann solltest du nämlich so, genau so fahren. Immer schön weit rauskommen. Und jetzt habe ich den Dreh raus. Welchen Dreh? Links oder rechts rum? Wie ich den BMW am besten fahren kann. Ich kann die Reifen quietschen. Nein. Was bestimmt nicht du, ne? Ne. Ja. Ich bin ganz leicht weg auf dem. Aber keine Runde wirklich richtig gut, wie ich sage, die gefällt mir. Meine jetzt gefällt mir bis jetzt ganz gut. Oh Gott. Bist du lange kein Sound, muss ich sagen. Ich hab mal die geilen Sound. Dein rein 6er, der ist schon sexy. Bisschen mal noch aussuchen. Ach, das muss so. Kann ich auch mal kurz quer? Ja, ganz, ganz kurz. Ich würde sagen, die 4 ist die beste Runde bei mir. Ich kann es halt gar nicht einschätzen. Die Kurve war ein bisschen langsam genommen, aber ich glaube, die 4 war die beste. Aber kann knapp werden zwischen uns beiden. Ich glaube, du hast gewonnen. Zeit zählt. Aber gewonnen. Gewonnen, aber das war knapp. Knapp. Das war, glaube ich, jetzt die dritte Runde. Da bin ich so sauber gefahren am Limit. Bei der vierten bin ich in einer Runde. Bis man aus.
Damit geht auch der Punkt an mich. Wenn ich das letzte Rennen auch gewinne, dann hat BMW dominiert. Dominaniert. Ja. Mit einer Domina am Steuer. So. Ein Schabrindrennen. Dann hast du jetzt aufsuchen. Ich gebe doch mal die Krone. Natürlich gewinnt jetzt der, der erst am Ziel ist. Der hat es erwartet. Ach, wirklich? Bei einem Sprung. Oder gewinnt der dritte vielleicht? Regen! Regen! Oh nein! Oh Mann! Oh, interesting. Ja, ich wusste es auch nicht. Also von daher war auch für mich das eine Überraschung. Ja. Ist ich glaube, ich habe die schlechteren Karten. Bei Regen. Wir wollten aber beide keinen Regen, ne? Richtig. Alter, jetzt kann ich nicht mal am Limit fahren. Jetzt geht der Arsch schon in jeder Kurve. Ich kann doch gerne ein bisschen mehr driften als sonst. Da nichts gegen. Ah, ne, geht schon. Kontakt ist das auch an. Ich hab mich das hinausgemacht. Ach, der Strecke war nicht besonders. Vor allem nicht im Regen. Bin ich mal im Regen gefahren mit dem, oh Gott. Wohin? Ferrari F12 TDF? Das war geil. Das Auto ist kein TDF. Das ist ein Cayman. Kleiner Unterschied. Ganz kleiner. Oh doch, da geht immer noch gut im Kurven. Na, geht doch. Regen ist super. Oh Junge, mein Auto lässt sich im Regen besser fahren als bei Nichtregen. Ist doch logisch, ne? Total. Oder die Strecke ist besser, weil ich die aber im dritten Gang fahren kann und da hat der Kribbel zu. Weil ich jetzt schon ein bisschen am Struggeln bin. Doch, hier geht er am Arsch. Ach, das geht doch noch mit dem Arsch. Kannst ja gerne so ein bisschen rumkommen. Keiner was gegen. Ja, mach ich gleich. So kurz vom Ziel, letzte Kurve. Oh. Der Porsche will angreifen. Na, ich merk schon. Nein, nicht mehr kommen. Du fährst aber auch Kampflinie gerade, ne? Naja, wieder eigentlich. Ich könnte noch theoretisch ein bisschen mehr. Ich trau mich aber nicht mehr. Ja, das geht mir genauso. Ich fahr lieber vorsichtig gerade. Anstatt dann noch irgendwie rauszufliegen oder so, weil das ist dann richtig bitter. Oh, nein. 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 Geh doch nur! Ja, BMW, komm. Fang dich, danke. Danke. Und der Porsche hat noch seinen Ehrenpunkt. Oh, jetzt ist er noch gerade bis ins Ziel. Ach du Scheiße. Da hättest du die Barrikade nicht mitnehmen sollen, Fabian. Ja, das ist mir auch bewusst. Die Barrikade, die hätte den Sieg jetzt genommen. Wie schnell kann ich die Kurve fahren? Voll. Ja, voll. Easy. Man sieht, ich hab klar gewonnen. 5 Punkte für mich. Ah, Domination. Der BMW, der war schon nicht schlecht. Echt nicht schlecht, meine ich. Ich hab's vorher gesagt. Der BMW wird gewinnen, beziehungsweise ich werde heute die Folge gewinnen. Wahrsager, ne? Ich kann hell sehen. Ja, du hast es im Urin. Ich kann hell sehen. Kann Schwarzer auch hell sehen? Nee. Also wenn das Licht aus ist, kann ich auch nicht mehr hell sehen. Dann ist ja dunkel. Ey, das war schlecht, ey. Das war der schlechteste Witz aller Zeiten. Ich mach immer schlechter Witz. Das Problem oder das Gute, sag ich mal. Ja, für BMW 15-0 gegen den Cayman. Uiuiui. Hätte man 9-18 nehmen sollen, hätte ich auch gewonnen. Ich habe mit E36 komplett trotzdem rasiert. Danach hast du ihn nicht. Dauert noch ein bisschen. Am 28. Hole ich den ab. Ja, sagen wir mal, so 3 Wochen noch, ne? 2 bis 3, 2,5, 3 Wochen. Am 28. Aufnahmedatum ist der 100% geladen. Sehr gut. 9. Juli. Und ganz wichtig, der Mini-Termin, der ist richtig krass.
Der ist ja mal richtig badass. Alter, ne? Auch wie tief liegt, der hat bestimmt 500 PS mindestens. Ja, das sind locker BBS-Felgen. Das Könnte Kennzeichen, noch das ist übrigens Momo mein echtes sein. natürlich, DEA 2510. Ist ja stark. Egal. So, damit bin ich raus. Tschüss. Ja, geile Verabschiedung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao.